Okay, hello everybody. Ende hoch, wer Deutsch spricht. Ende hoch, wer Englisch spricht. Machen wir in Deutsch, ja? Okay. Okay, gut. Hi, willkommen. Ich würde ein bisschen länger reden, weil während ich rede, kommen alle die Leute, die es nicht geschafft haben, also Rosa 4 zu finden. Und das stört ein bisschen, deswegen hoffe ich, wenn ich ein bisschen länger rede, dann kommen die alle, während ich rede, und ich war in der Vortragende redet. Ja, also, sagen wir kurz was zu der Vortrag. Das geht um freie Software für das iPhone. Jetzt, wo ich die angekündigt habe, kommen die nicht, natürlich. Ja. Wenn ich aufhöre zu reden, dann kommen die. Gut. Dann übergebe ich gerne das Wort an Ralph Pollard. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, mein Name ist Ralph Pollard. Ich komme von der Firma Serie A in Köln und möchte heute was erzählen über das iPhone und freie Software. Das Thema ist natürlich nicht ganz unvorbelastet, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, zumindest die, die ein iPhone haben und keine freie Software drauf. Erschwerend hinzu kommt, dass ich den NDA von Apple akzeptiert habe und deswegen euch leider keine Infos geben kann zu Informationen, die nur registrierten iPhone-Entwicklern zugänglich sind. Das liegt allerdings auch daran, dass als ich das getan habe und als ich auch den Talk eingereicht habe, eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass das nach der Beta-Phase sich erledigt haben würde. Dem ist Stand heute noch nicht so. Es ist allerdings auch nicht so schlimm, weil es im Netz fast alles an Informationen gibt, was man dazu eigentlich sagen kann. Und zu sehr in die Details wollte ich sowieso nicht gehen. Also ich wollte euch hier keine Dokumentation vorlesen. Insofern denke ich, dass ich euch trotzdem einen ganz guten Überblick geben kann. Und jetzt kommen auch die angekündigten Nachzügler. Ja, dann fangen wir mal an. Das iPhone ist wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff. Würde mich zumindest wundern, wenn es nicht so wäre. Sonst wäre er wahrscheinlich auch gar nicht hier. Ist erschienen vor gut 1,5 Jahren. Hat sich anfangs eher schleppend verkauft. Jetzt mit der neuen Version 3G, die vor 6 Wochen gerade mal rausgekommen ist, hat sich das geändert und das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Was macht das Ganze interessant, auch wenn man eventuell kein Apple-Fanboy ist, so wie ich, der ich das gerne zugebe? Wenn man sich's genau betrachtet, obwohl das Ding aussieht, als wäre es eher für die Damenhandtasche konzipiert, ist das Ding eigentlich eine Unix-Workstation. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen in der Zeit, dann ist das, was die Plattform leistet, durchaus vergleichbar mit einer Workstation von vor ein paar Jahren. Und, bitte? Ja, je nachdem, wie viele Jahre man zurückgeht, könnte man darüber diskutieren. Und deswegen liegt es natürlich nahe, wenn man gerne freie Software einsetzt, sich dafür interessiert, eventuell auch freie Software entwickelt, auch freie Software aufs iPhone zu bekommen. Das sähe dann so aus. Wie gesagt, ist das nicht so ganz einfach. Beziehungsweise gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die das Ganze nicht so straightforward machen, wie wenn ich jetzt einfach einen PC habe oder auch eine sonstige exotische Architektur. Aber jetzt würde ich gerne von vorne anfangen und euch zuerst mal ein paar Daten geben über die iPhone-Hardware. Das ist eigentlich das, was ich eben sagte. Das Ding hat einen 9 cm LCD mit 360 Pixel per Inch Auflösung, was ziemlich hoch ist.
heißt, es ist eigentlich schon ein ganz gutes Display. An der Größe sieht man auch, dass das von der reinen Fläche einiges mehr hat als vergleichbare Telefone zumindest. Das macht das Ganze natürlich als Workstation, wenn man so will, erst interessant, weil auf meinem auf dem Handy, was ich davor hatte, das war ein Samsung Ericsson, selbst wenn ich darauf was Vernünftiges installieren könnte, dann würde ich es nicht sehen, weil der Bildschirm einfach zu klein ist. Das iPhone hat einen kapazitiven Touchscreen. Touchscreen ist klar, kann man draufdrücken, tut sich was. Kapazitiv bedeutet, dass das Ganze elektrisch funktioniert, genau weiß ich auch nicht. Das heißt im Endeffekt dabei, dass es nicht reagiert, wenn ich da mit einem Stift draufdrücke zum Beispiel, sondern das will schon, dass ich meinen dicken Finger da drauf drücke. Das ist mit Sicherheit eine gute Sache, vor allem wenn wir uns gleich angucken, wie die Software konzipiert ist. Die Kamera, 2 Megapixel, hatte, glaube ich, mein Sony Ericsson von vor 3 Jahren auch schon. Das hatte zumindest noch eine Lampe und einen Zoom und Video. Das hat das iPhone alles nicht. Also die Kamera saugt. Dann noch die Telefondaten. Interessiert mich persönlich am allerwenigsten davon. Wem das was sagt, also man kann damit telefonieren. Das ist das Wichtigste. An manchen Stellen hat man sogar UMTS. Nur nicht da, wo man es braucht. Das Chipset ist von Samsung. Besteht im Prinzip aus 2 Prozessoren. Das eine ist ein ARM mit 412 MHz. Der kann eigentlich 666 MHz, ist aber runtergetaktet auf 412. Vielleicht gibt es mal irgendwann ein Software-Upgrade von Apple. Und das andere ist ein Grafik-Code-Prozessor, der für das ganze Bling-Bling verantwortlich ist. Das Ding hat 128 MB RAM. Da wird es schon eng. Und 8 oder 16 GB Flash. WLAN haben wir 802.11b und G. Das ist allemal besser als mein Sony Ericsson. Beim Bluetooth sieht es so aus, dass das Ding zwar Bluetooth 2.0 unterstützt, allerdings nicht die Profile, die man am allerliebsten hätte, wie zum Beispiel für File Exchange und so weiter. Was man mit dem Bluetooth machen kann, ist mit einem Headset telefonieren. Und viel mehr fällt mir auch schon nicht mehr ein. Leider. Zusätzlich hat das Ding noch Assisted GPS. GPS ist wahrscheinlich allen im Begriff. Assisted GPS, A-GPS, wird auch gerne genannt, heißt nichts anderes als, dass das GPS-System sich von einem anderen System helfen lassen kann, wenn es zum Beispiel schlechten Empfang hat, wenn es bewölkt ist draußen. Und insgesamt beschleunigt das einfach die Peilung. Der Hintergrund ist der, dass ein normaler GPS-Empfänger muss sich immer erst über GPS eine ganze Menge Daten runterladen, um dann überhaupt zu wissen, wo die Satelliten sein sollen. Dann peilt er die an und dann weiß er, wo er ist. Deswegen dauert das bei einem normalen GPS-Gerät eben immer erst so lange, bis er die Daten runtergeladen hat. Und wie gesagt, GPS hat nicht die tollste Bandbreite. Deswegen dauert das normalerweise eine halbe bis zu eine Minute. Also das GPS ist gut, wollte ich sagen. Was noch interessant ist an der Hardware, es gibt einen Umgebungslichtsensor. Mit dem haben sich noch nicht so viele Leute beschäftigt, erstaunlicherweise. Es gibt einen Näherungssensor, der zum Beispiel das Display ausschaltet, wenn ich mir das Ding ans Ohr halte. Ist insofern praktisch, als dass ich keine Batterie verbrauche, für das Display zumindest. Hat sich auch noch keiner so richtig mit beschäftigt. Ich weiß aber auch nicht, was das Ding hergibt. Noch interessanter ist der Beschleunigungssensor. Der es ermöglicht, per Software auszulesen, in welcher Position ich das Gerät halte. Da gibt es natürlich schon einige, die sich das zunutze gemacht haben. Im Betriebssystem selber wird es auch verwendet. Aber natürlich kann ich damit auch sehr schöne Spiele programmieren, die ich eben steuere, indem ich das Ding mal kurz fallen lasse oder wieder aufhebe.
wichtigste Hardware-Eigenschaft ist der Home-Button, der eine. Wobei das ein bisschen verzerrt ist, weil das Ding hat durchaus noch andere Buttons. Aber die werden nicht per Marketing als Buttons verkauft. Laut, leise und sowas. Ein, aus. Jetzt wollen wir uns kurz das Betriebssystem angucken. Was für mich, der ich mich schon seit längerem mit dem Mac OS X beschäftige und insbesondere auch deswegen, weil es eben ein benutzbares Unix-Betriebssystem ist. Benutzbar für Endanwender natürlich, meine ich damit, so wie mich. Das iPhone OS, wie es offiziell heißt, steht im Moment bei der Version 2.0.2. Die kam vor ein paar Tagen raus und beinhaltet Bugfixes. Ist letztendlich ein abgespecktes Mac OS X 10.5. Und das halte ich für erwähnenswert, weil ich das vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Also mit Mac OS X ist Apple einen großen Schritt in Richtung Unix gegangen, wurde aber von vielen belächelt und auch gerade im Bezug auf Downscaling war das eigentlich nie ein ernsthaftes Thema. Als die ersten Gerüchte rauskamen, dass es so sein soll, dass das iPhone auf Mac OS X laufen soll, konnte ich es leider nicht glauben und habe es auch nicht geglaubt, aber es ist so. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für alles, was man mit dem Ding machen kann. Also es ist, wenn man für einen Mac mal entwickelt hat, mit den entsprechenden Frameworks und Tools, dann fühlt man sich da einfach sehr schnell zu Hause. Und wie gesagt, es ist ein richtiges Unix und das ist auf dem Telefon schon nicht schlecht. Auch wenn es mit Sicherheit andere gibt, die bei denen das genauso ist. Letztendlich wurde das Betriebssystem vereinfacht für Single-User-Anwendungen. Das ist das Offensichtlichste. Es ist aber auch so, dass die Struktur der Applikationen zum Beispiel vereinfacht wurde gegenüber dem richtigen Mac OS X. Was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass das Ding möglichst wenig Ressourcen verbrauchen soll. Da ist Mac OS X nicht gerade sparsam, das iPhone ist da ein bisschen schlanker. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass alle Anwendungen, die nicht von Apple kommen, laufen offiziell in einer Sandbox ab. Das heißt, jede Anwendung bekommt ein Verzeichnis zugewiesen, in dem sie lesen und schreiben darf. Darf sonst nirgendwohin schreiben. Darf auch nirgendwo sonst lesen. Kann aber lesen, rein technisch gesehen. Das wird sich bald ändern, habe ich gehört. Aber das schränkt natürlich die Möglichkeiten, was man mit so einer Anwendung machen kann, stark ein, wenn man es jetzt vergleicht mit Mac OS X. Als nächstes würde ich gerne die vier Layer durchgehen, die das Betriebssystem den Anwendungen als Frameworks zur Verfügung stellt. Im Detail kann ich wegen des NDAs nicht drauf eingehen, glaube aber auch nicht, dass es so wahnsinnig interessant ist, weil die 45 Minuten für eine Entwicklung einer Anwendung auch fürs iPhone nicht ausreichen. Und da ich mal davon ausgehe, dass hier wahrscheinlich nicht der Großteil irgendwie auf dem Mac schon entwickelt hat, aber das würde mich eigentlich mal interessieren, wer hat denn schon mal auf dem Mac entwickelt? Oh, das sind auf jeden Fall gar nicht so wenige. Gut, aber ich denke mal für die Großteil der Anwesenden wäre das Overkill. Fangen wir an mit Coco Touch. Ja, bitte? Du hast bislang den iPod Touch nicht erwähnt. Ich meine, das ist alles für den. Das gilt alles für den iPod Touch mit. Vielleicht bis auf die Hardware-Spezifikation
Ich habe mal kurz dran gedacht, aber genau genommen ist es, also es ist nicht relevant. Also im Prinzip gilt alles für den iPod Touch mit. Was auch schön ist. CocoTouch ist ein Framework, was das User Interface implementiert. Ich glaube auf dem Mac, das iPhone ist ja kein Mac, auf dem Mac ist das äquivalent AppKit. Die Konzepte sind weitgehend identisch. Allerdings unterscheidet sich nicht nur das Framework von dem Mac-Framework, sondern eben auch das User-Interface. Das User-Interface des iPhone muss ich wahrscheinlich nicht großartig erklären, aber basiert komplett auf Multitouch, je nachdem. Das heißt, ich kann das Ding nur bedienen, indem ich mit dem Finger auf dem Bildschirm rumtouche. Die Funktionalität ist eben nicht aufgesetzt aufs Betriebssystem oder auf ein bestehendes Framework, sondern der ganze User Interface Layer wurde komplett neu konzipiert und auch neu entwickelt. Die wichtigen Funktionalitäten, die da unterstützt werden auf Framework-Ebene, ist einfach Direct Manipulation im Sinne von Touch-Gesten, wie zum Beispiel auch Pinching, das ist das Verkleinern und Vergrößern von Fotos zum Beispiel, wo man mit zwei Fingern draufpackt und die Finger dann auseinanderzieht oder zusammenschiebt. Des Weiteren unterstützt das CocoTouch-Framework den Accelerometer-Support. Das ist eben genau die Funktionalität, die diesen Beschleunigungssensor ausliest und mir dann sagt, also mir als Anwendung sagen würde, der User hält das Telefon gerade auf dem Kopf, bitte dreh mal den Bildschirm um, damit er es auch lesen kann. View Hierarchy ist eigentlich komplett analog zu AppKit. Ist eigentlich das User Interface Konzept oder das Konzept, wie eben verschiedene Schichten von User Interface Elementen zusammengebaut werden. Lokalisierung ist auch drin und Camera Support, das heißt, auch als Anwendungsentwickler muss ich mich nicht mit dem Low-Level Kamera Device auseinandersetzen, sondern habe das schon bequem zur Verfügung, indem ich das einfach aus dem Framework benutzen kann. Der nächste Layer, und keine Angst, es gibt nur vier, ist der Media Layer. Der unterstützt Open Audio, habe ich vergessen, Library Layer. Ist also ein offener Standard für Audio. Quartz ist bekannt aus Mac OS X, ist auch da für die Composition der Layer verantwortlich, für das Rendern der Grafik. Core Animation, auch bekannt aus Mac OS X 10.5, ist ein Framework, was es sehr leicht macht, Animationen zu erstellen. Und ist mit auch der Grund, warum viele iPhone-Anwendungen das nutzen, weil es einfach dadurch sehr einfach gemacht wird. OpenGL Embedded S, for Embedded Systems, glaube ich, heißt es, ist eine abgespeckte Version von OpenGL. Mit der kann ich zum Beispiel 3D-Grafiken auf den iPhone-Bildschirmen rendern. Ich habe also durchaus die Möglichkeit, auch relativ Low-Level auf den Screen zuzugreifen. Was der Media Layer nicht unterstützt, bekanntermaßen, ist Flash. Da weiß natürlich keiner genau warum, aber im Moment ist es so, es wird einfach nicht unterstützt. Das heißt, auch wenn ich im Web surfe und auf eine schöne Flash-Seite komme, Flash spiele oder sonst was. Gibt's nicht. YouTube gibt's, aber es ist nicht mit Flash implementiert.
Genau, also es gibt sowohl eine eigene Anwendung, eine YouTube-Anwendung. Die zieht sich die Videos allerdings nicht als Flash, so wie du es über einen Browser machen würdest, sondern als H264. Und ich glaube auch wenn du mit Safari, mit Mobile Safari, YouTube ansagst auf dem iPhone, dann bin ich mir nicht 100% sicher, aber es gibt auch über die normale Oberfläche von YouTube die Möglichkeit, die Filme im H264-Format zu sehen. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht mit Safari versucht auf dem iPhone, weil mir dazu YouTube, also die Anwendung, vollkommen ausreicht. Und ich sowieso nicht so viele Videos anschaue auf dem iPhone. Warum auch immer. Core Services ist der darunterliegende Layer. Beschäftigt sich mit so langweiligen Sachen wie Networking, Datenbankzugriff mit SQLite. Geolocation ist mit Sicherheit ein interessanteres Feature. Das heißt also, ich habe den schönen GPS-Chip im iPhone, muss aber auch hier mich nicht drum kümmern, wie ich den auslese, was für ein Modell das ist, sonstiges, sondern habe auch eben hier schon ein Framework zur Verfügung, mit dem ich die Info bequem auslesen kann. Zusätzlich bietet mir das noch weitere Funktionalität, indem eine Peilung nicht nur über GPS gemacht wird, sondern auch anhand der in der Nähe befindlichen WLAN-Basisstationen geguckt wird, wo könnte ich denn gerade sein. Das geht manchmal schneller als GPS. Die Technik dahinter ist mir ehrlich gesagt ein großes Rätsel, aber es scheint zu funktionieren. Also in der Google Maps-Anwendung hat man es oft, dass wenn man jetzt auf den Knopf drückt und sagt, zeig mir mal, wo ich gerade bin, ich habe mich verlaufen, dann bekommt man erst einen großen Kreis. Das ist in der Regel die erste Peilung, die dann über dieses Geolocation-Feature kommt. Und erst nachdem das GPS dann seine Daten bekommen hat, bekomme ich dann wirklich den genauen Standort. Also es wird dann nochmal eingegrenzt. Funktioniert. Des Weiteren kümmert sich Core Services um das Threading, zumindest des Betriebssystems, weil die Third-Party-Anwendungen derzeit keine Möglichkeit haben, im Background zu laufen oder Background-Prozesse zu starten. Das heißt, wenn ich eine Anwendung schreibe fürs iPhone mit den offiziellen Tools, dann wird die Anwendung beendet, sobald ich die Anwendung verlasse. Also das ist ungefähr so wie Mac OS 6, glaube ich. Da war das eigentlich genauso. Und auch da war es derselbe Grund, dass man einfach ressourcenschonend arbeiten wollte. Da ist ein Feature angekündigt von Apple, das nicht zu ermöglichen, aber das die Funktionalität den Entwicklern irgendwie bereitzustellen, dass sie sich benachrichtigen lassen können über den Apple-Server, weiß man im Moment nicht so genau, wo es hingeht und ob es brauchbar ist. Für viele Sachen wird es mit Sicherheit nicht brauchbar sein. Das ist natürlich auch ein Punkt, da die iPhone-Entwicklergemeinde natürlich stark zusammenhängt mit der Mac-Entwicklergemeinde und diese Entwickler das natürlich gewohnt sind, dass sie eben im Hintergrund ihre Anwendung laufen lassen können, was ja eigentlich das Normalste von der Welt ist, führt das natürlich auch ständig zu Reibereien. Der letzte Layer ist der Kernel des iPhone OS. Der macht halt das, was ein Kernel so machen muss. Sind eigentlich auch keine besonders interessanten Punkte dabei. Ich fand interessant, dass das Filesystem eigentlich hochgradig identisch ist mit dem vom Mac OS X. Das gleiche Spielfeld? Ah, okay, das die eigentliche Filesystem-Implementierung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde mal annehmen, dass es das gleiche ist, also ich glaube nicht, dass Apple da jetzt ein NTFS eingebaut hat oder. Der Mountain-Befehl sagt es ein HFS. Ja.
Frage beantwortet. HFS Plus oder HFS? Ich nehme HFS. Ja, wie auch immer. Apple proprietär. Also für mich am interessantesten war dabei eben, dass das File-System-Layout des Betriebssystems nahezu identisch ist mit dem von Mac OS X. Das heißt, wenn man sich auf dem Mac ein bisschen auskennt, dann ist es auch da sehr einfach, sich zurechtzufinden, weil die Struktur zwar ein bisschen verändert ist, gerade für die Single-User-Geschichte, aber letztendlich die Formate, die Tools sind alle identisch. Interessant noch ist vielleicht der Aspekt Security. Da werde ich später noch ganz kurz was zu sagen. Das iPhone ist natürlich sehr sicher. Und zwar vor allem deshalb, weil alle Anwendungen, alle Third-Party-Anwendungen signiert sein müssen und ansonsten nicht ausgeführt werden. Das heißt, als Entwickler bekomme ich ein Zertifikat von Apple, mit dem ich meine Anwendung signiere. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau falsch schon gesagt, aber letztendlich bedeutet das, dass ich nur Anwendungen starten kann, für die ich von Apple die Erlaubnis habe, das zu tun. Das macht das Ganze natürlich sicherer. Wer prüft diese Zertifikate? iPhone selbst oder? Ich glaube ja. Also die genaue Implementierung kenne ich nicht. Naja, also wenn du jetzt einen Vergleich ziehen, ja, ich wiederhole es über das Mikro. Die Frage war, wie ich das denn belegen könnte, dass das iPhone dadurch sicherer wird, dass eben nur signierter Code ausgeführt wird. Wenn ich das vergleichen möchte mit einem Windows-Rechner zum Beispiel oder auch einem Mac, dann kann es mir auf Windows oder am Mac kann es mir leicht passieren, dass ich irgendeine Anwendung installiere, die heißt da, keine Ahnung, To-Do-Liste und ich arbeite damit, finde die toll, die macht aber hinter meinem Rücken was ganz anderes. Das war jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil es nicht sich übertragen lässt. Aber letztendlich ist es so, dass zum Beispiel auch Anwendungen installiert werden können, von denen ich gar nichts weiß. Ich formuliere die Frage um. Warum ist eine signierte Applikation sicherer? Ich möchte den Security-Aspekt hier in den Vordergrund rücken. Warum ist die sicherer? Die Anwendung wer selbst? Wer hat eine Review davon gemacht? Ja, zumindest hat mal jemand aufgeguckt. Das weiß man. Ist das so? Ja. Also warum ist die Anwendung sicherer? Ich glaube, die Anwendung selbst ist nicht sicherer. Aber natürlich gibt es ein Web of Trust. Ein Web of Trust, also im Sinne von Public Key Infrastructure. Da kennst du dich offensichtlich besser aus als ich. Später ausdiskutieren, ist das einfach nur eine gewagte Behauptung. Es macht das Betriebssystem mit Sicherheit nicht unsicherer. Zudem kommt noch dazu, und ich bin da genauso kritisch wie du. Was natürlich wirklich ein Feature ist, ja gut, auch darüber kann man sich streiten. Wenn denn irgendjemand mal Schadsoftware schreiben würde fürs iPhone, würde die ganz offiziell über den App Store verteilen. Apple würde das nicht merken und an 1 Million Benutzer verkaufen auch noch. Dann gäbe es dadurch die Möglichkeit, erstens den Verursacher rauszufinden und zweitens die Anwendung remote zu deaktivieren. Und da muss jeder für sich selber wissen, ob er das als ein Feature empfindet und ob eben diese Funktionalität das wert ist, dass er eben seine Anwendung nicht selbst einfach mal so drauf installieren kann. Aber das ist mit Sicherheit der Hintergrund der ganzen Geschichte. Es ist nicht Bösartigkeit von Apple gegenüber der Open-Source-Gemeinde, glaube ich. So, nachdem wir jetzt eigentlich schon recht tief eingestiegen sind, habe ich jetzt hier nochmal als nächstes aufgelistet, was das iPhone von Haus aus so mitbringt. Das sind die Anwendungen, die standardmäßig
installiert sind. Da sind 18 Stück, glaube ich. Ich glaube, irgendwas habe ich weggelassen, damit es so schön passt. Brauchen wir wahrscheinlich nicht großartig drüber reden. Manche sind schon recht gut. Manche haben noch so ein paar fehlende Features, wie zum Beispiel, dass man keine SMS an eine Gruppe verschicken kann. Zwar eine SMS an mehrere Empfänger, aber nicht an eine Gruppe. Finde ich persönlich sehr nervig. Aber alles in allem sind viele Sachen dabei. Die wichtigsten Sachen sind, glaube ich, ganz gut implementiert. Die anderen Sachen sind teilweise uninteressant. Naja, und teilweise auch eben noch ein bisschen 1.0. Was kann ich tun, wenn mir die Software nicht ausreicht? Es gibt von Apple einen Online-Store für iPhone-Anwendungen, nennt sich App Store. Das ist quasi ein Teil des iTunes Music Store, der wahrscheinlich hinlänglich bekannt sein dürfte. Momentan gibt es in Deutschland ca. 2000 Anwendungen, habe ich mal so überschlagen. In Deutschland deswegen, weil ein Entwickler zwar seine Anwendungen weltweit verkaufen kann, das aber nicht muss. Es gibt auch ein paar Fälle, von denen ich weiß, dass es nur in bestimmten Ländern aus rechtlichen Gründen verkauft wird. Meistens ist Deutschland nicht dabei. Die Preise sind eben zwischen 0 Euro, das ist ein beträchtlicher Teil der Anwendungen, die kostenlos sind, und das teuerste, was mir bisher untergekommen ist, sind 799,99 €. Das war die bekannte I'm Rich-Applikation, die bestand aus einem schönen Icon, dem Text darunter I am rich, und das war's. Das war also mein Haus, mein Auto, mein I am rich. Interessante Idee auf jeden Fall. Angeblich wurde es ein paar Mal verkauft. War, glaube ich, sogar ein deutscher Entwickler. Die Installation von Anwendungen aus dem App Store erfolgt entweder über iTunes, indem ich das Ding in iTunes kaufe, zusammen am besten mit noch Musik, Videos und was da sonst noch so gibt, und dann beim nächsten Sync auf mein iPhone überspiele. Ich kann Anwendungen aber auch over the air kaufen. Das heißt, ich bin gerade unterwegs und merke jetzt erst, Mensch, jetzt brauche ich eine neue Notizzettel-Anwendung. Dann kann ich das eben auch tun, wenn ich nicht an meinem Mac bin. Die Bestseller diese Woche sind Used Budget. Ich habe die alle nicht ausprobiert, nur um einen Eindruck zu bekommen. iLiga, kann man sich vorstellen, was es ist. All Radio, dafür, dass es so billig ist. Keine Ahnung, was das Ding macht. Das sind die kostenpflichtigen Bestseller. Hier sind die kostenlosen Bestseller. Das sind also, wenn ich es richtig sehe, alles Spiele. Ich glaube, der Spielemarkt auf dem Ding boomt. Das sind ganz kurz meine Favorites. TapTap Revenge ist ein großartiges Spiel. Fahrplan ist eine sehr praktische Sache. Gerade wenn man zum Beispiel in die Pampa pendeln muss, wie hierhin. Und Things ist eine Getting Things Done-Anwendung, die ein Pendant auf dem Mac hat. Und die beiden können sich jetzt mittlerweile synchronisieren. Finde ich persönlich sehr praktisch, weil ich ansonsten alles sofort vergessen würde, wie zum Beispiel meine Folien vorzubereiten. Die noch interessanteren Favorites sind zum einen, mal mit dem zweiten anzufangen, ISSH ist ein SSH-Client für 3,99 €. Mocha VNC Lite ist wirklich ein VNC-Client fürs iPhone. Das heißt, ich kann meinen Mac vom iPhone aus fernsteuern und dann zum Beispiel in Eclipse was für Android programmieren oder sowas. Also benutzbar ist was anderes, aber für den Notfall und für umsonst auf jeden Fall interessant. Noch interessanter ist eigentlich NetShare. Das ist eine Anwendung, die auf dem iPhone einen SOX 5 Proxy aufmacht. Was bedeutet, dass ich von meinem Mac das Ding als Proxy benutzen kann und quasi über die UMTS-Verbindung meines iPhones surfen kann. Das ist eigentlich nur deswegen interessant, weil das iPhone sich nicht von Haus aus als Modem verwenden lässt. Das heißt, war das, ist das, war das eine interessante Alternative? V2
für 8 Euro durchaus vertretbar. Ist aber leider im Moment nicht mehr erhältlich. Das war ein paar Mal da, dann war es wieder weg, dann war es wieder da, dann war es wieder weg. Ich habe es Gott sei Dank gekauft, als es gerade da war. Und falls es mal wieder kommen sollte, kann ich es nur empfehlen. Gerade im Zusammenhang mit den T-Mobile-Daten-Flatrates ist das durchaus interessant. Und jetzt muss ich mich auch ein bisschen beeilen. Jetzt kommen wir zu dem Block, der sich mit der eigentlichen Entwicklung von Anwendungen beschäftigt. Und da muss ich jetzt wirklich leider recht schnell durchgehen, glaube ich. Eigentlich hätte ich es genau andersrum machen sollen. Das iPhone SDK ist quasi die offizielle Entwicklungsumgebung für iPhone-Anwendungen. Wenn man es genau betrachtet, ist es aber nur eine Entwicklungsumgebung für iPhone-Simulator-Anwendungen. Das heißt, wenn ich das Ding runterlade und mir die ganzen Frameworks drauf schaffe und die tollste Anwendung schreibe, die ich jemals gesehen habe fürs iPhone, kann ich die trotzdem nur auf dem iPhone-Simulator laufen lassen. Ich habe keine Möglichkeit, die Anwendung auf ein Hardware-iPhone zu übertragen. Zusätzlich, wie ich vorhin schon angemerkt habe, alle Informationen, die ich im Rahmen des SDKs bekomme, das heißt die ganze Online-Dokumentation, die ganzen Details der Frameworks und so weiter, unterliegen dem NDA. Das heißt, ich darf nur mit Entwicklern sprechen, die denselben NDA unterzeichnet haben und die für dieselbe Firma arbeiten. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich eine virtuelle weltweite Firma gründet für die iPhone-Entwicklung. Also ist bescheuert einfach, aber es ist einfach Stand der Dinge. Ich habe eine Frage zu dem zweiten Punkt. Bitte. Wie bekomme ich dann meine Applikation überhaupt auf iPhone 1, wenn ich nicht auch installieren kann? Auf welchem Weg? Da kommen wir jetzt dazu. Das ist genau die nächste Folie. Wie bekomme ich meine iPhone-Anwendung auf mein iPhone? Ich muss am iPhone Developer Program teilnehmen. Das kostet mich als Einzelperson $99. Als Firma $299. Habe ich ein paar mehr Features noch. Letztendlich bedeutet das nur, dass ich von Apple die Zertifikate bekomme, die ich benötige, um meine Anwendung zum Beispiel in den App Store hochzuladen. Und das ganze Tooling, was damit einhergeht, das heißt, ich habe eine eigene Anwendung, mit der ich meine Anwendung in den iTunes, in den App Store hochladen kann, die auch das ganze Billing dann verwaltet und so weiter, mit der auch die ganzen Informationen generiert werden, die man nachher im App Store sieht. Das heißt, wenn ich eine Anwendung entwickelt habe und möchte die auf mein iPhone spielen oder auf irgendein iPhone, katsching, $99 an Apple. Dankeschön. Stand der Dinge, ob man es gut findet, sei jedem selbst überlassen. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn ich das Geld abgedrückt habe, dann habe ich die Möglichkeit, meine Anwendung in den App Store einzustellen. Das verläuft so, ich lade denen meine Anwendung hoch, sage denen alles, was sie wissen müssen, meine Bankverbindung, damit die mir auch das Geld überweisen können. Ab da übernimmt Apple den Rest, das heißt Hosting der Anwendung für alle iPhones dieser Welt wird von Apple übernommen. Das heißt, ich muss mich nicht um einen leistungsfähigen Server kümmern. Billing, das heißt das Einziehen des Geldes, was ich für meine Anwendung verlange, übernimmt auch Apple. Und wenn sie gerade schon mal dabei sind, behalten sie einfach 30% des Umsatzes ein für Hosting und Billing. Und die restlichen 70% überweisen sie mir auf mein Konto irgendwann. Da kann man auch sagen, 70-30 Split ist das gerechtfertigt. Wenn man es vergleicht mit anderen Mechanismen, ist es gar nicht so schlecht, weil man als Entwickler, also wenn mein Kollege hier gerade eine kleine Anwendung entwickelt hat in seiner Freizeit und möchte die vertreiben für $799 zum Beispiel, dann muss er sich eigentlich um nichts kümmern, was jetzt Hosting und Billing angeht. Und das ist schon sehr komfortabel. Und auch der 30-70-Split ist schon mal nicht so weit ab von dem, was sonst verlangt wird. Das ist die eine Möglichkeit, das iPhone iPhone-Anwendung zu betreiben. Für Firmen gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Das eine ist über ein Enterprise-Internet. Da gibt es sehr wenige Informationen drüber, die öffentlich verfügbar sind. Das andere ist die sogenannte Ad-Hoc-Methode.
Das heißt, ich lasse mir von einem iPhone die Seriennummer geben, kompiliere das letztendlich in meine Anwendung rein und kann das dann direkt auf das iPhone überspielen, vereinfacht gesagt. Das geht nur für maximal 100 iPhones. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie ich quasi meine Anwendung an Freunde und Bekannte verteilen könnte. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist mit freier Software? Im Moment gibt es eine Open-Source-Anwendung im App Store und das ist WordPress. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum gibt es nicht viel mehr? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das Vertriebsmodell und die Technik, die dahinter steckt mit dem Code-Signing, gar nicht vereinbar ist mit freien Lizenzen. Und es gibt nicht so viele Informationen dazu, aber ein Punkt dabei, nach allem, was man liest, könnte sein, dass man mit seiner Anwendung bei der Distribution auch die Lizenzschlüssel von Apple oder die Zertifikate oder was auch immer mitverteilen muss. Die gehören allerdings Apple. Deswegen ist es nicht vereinbar mit zum Beispiel der GPL oder sonstigen. Wie das Ganze bei WordPress aussieht, kann ich nicht beurteilen. Gibt es schon länger, also Apple hat es noch nicht runtergenommen. Den Source Code kann man sich runterladen. Die Lage ist auf jeden Fall sehr unklar. Und es ist natürlich sehr schade, dass es einfach so wenig gibt. Ich fände es auch schön, wenn ich da, wenn ich jetzt schon Developer bin, wenn ich schon die $99 ausgegeben habe, dass ich mir den Code von einer anderen Anwendung runterladen könnte und für mich anpassen. Alles in blau zum Beispiel. Aber so sieht es momentan eben aus. Ich denke, das wird sich noch in die eine oder andere Richtung bewegen müssen. Jetzt kommen wir leider schon fast zum Schluss. Die Open Source Toolchain erfordert, dass ich mein iPhone jailbreake. Das heißt, ich installiere da oder ich hebe eigentlich dieses, ich modifiziere den Kernel so, dass er nicht mehr auf die Prüfung der Codesignaturen prüft. Das könnte eventuell in manchen Staaten dieser Welt illegal sein, in anderen ist es erlaubt. Sobald ich das getan habe und Zugriff auf das Filesystem habe, kann ich mir mit bekannten Open-Source-Tools Anwendungen bauen. Es gibt also einen funktionierenden Cross-Compiler, Linker, Assembler, es gibt die ganzen Header-Files. Das kommt ja, der ganze Unterbau kommt ja auch auf dem Mac aus Darwin, was ein Open-Source-Projekt ist. Die Technologie ist identisch, ich kann dieselben Frameworks benutzen. Es ist eigentlich das iPhone-SDK ohne die schlimmen Restriktionen. Und natürlich das schöne Tooling. Aber machbar ist damit alles und noch mehr als mit dem SDK, weil eben bestimmte Sachen auch nicht erzwungen werden können, da ich die Beschränkungen einfach umgehe. Basierend auf dieser Technik gibt es verschiedene Software-Distributionen, wobei die nicht automatisch freie Software distributieren. Das bekannteste ist Installer-App. Das ist ein Paketmanager, den bringt quasi jedes Jailbreak-Tool automatisch mit, weil wozu will ich das Ding jailbreaken, wenn ich dann nicht irgendwas installieren will? Das ist einfach ein Natural Match. Das heißt, ich mache hier Jailbreak und installiere mir mal SSHD zum Beispiel, mit Sicherheit das erste, und BSD-Subsystem, damit ich da auch irgendwas machen kann. Da kommen wir gleich noch zu. Die andere Lösung ist Cydia Teles Foreo. Ist im Prinzip ein Apt-Port auf das iPhone OS. Und noch ganz kurz zum Installer-App. Hat die größte Verbreitung. Installiert Pakete aus unterschiedlichen Repositories. Wenn ich also im Internet lese, irgendjemand hat hier tolle Software für dich, kann ich das so eingeben und kann mir alle Software runtersaugen. Sicherheit ist da nicht gegeben. Dazu kommt noch, der Installer ist proprietär. Auch da weiß ich nicht, ob der nicht auf meine Kosten SMS verschickt zum Beispiel. Und auch die Pakete, die runtergeladen werden, sind nicht zwingend freie Software. Bitte? Installer ist aber momentan Beta. Zumindest in der 2.0er-Version vom iPhone OS. Man will dann doch eher ein Cydia. Genau.
Ja, hier, bla bla bla. Bla bla bla. Obwohl, Screenshot, vielleicht ganz interessant. Naja, kann ich auswählen, was ich haben will. Mobile Terminal und weiter. Cydia ist mit Sicherheit, wenn man sich für freie Software interessiert, interessanter. Ist also ein Port von App auf das iPhone OS. Ist Open Source. Es gibt auch ein Frontend dazu. Sowohl der Paketmanager als auch die Pakete, die verteilt werden, sind freie Software und können auch nebeneinander mit Installer-App benutzt werden. Und auch neben dem App Store. Also man hat eigentlich keine Einschränkungen dadurch. Man kann alle drei, die offizielle und die beiden inoffiziellen Distributionen, nebeneinander benutzen. Das heißt letztendlich, dass man eine ganze Menge Möglichkeiten hat, Software auf seinem iPhone zu installieren, wenn man dann gewillt ist, den Jailbreak vorzunehmen. Bei Cydia kommt noch dazu, der Fokus liegt auf Developer-Tools. Der Entwickler selbst hat keinen Mac, ist auch offensichtlich kein Apple-Fanboy und will das iPhone wirklich als Unix-Workstation benutzen. Das ist so sein erklärtes Ziel, das finde ich sehr interessant, weil die Möglichkeit besteht, oder die Ansatzweise zumindest. Der hat natürlich auch, oder er hat nicht natürlich, sondern er hat auch exotischere Pakete zur Verfügung, zum Beispiel Java, X-Windows und Git, noch eine unendlich große Liste weiterer. Bei Java ist noch ganz interessant, ich habe neulich gelesen, irgendjemand hat OSGI aufs iPhone portiert. Auch sehr interessant, aber darum geht es in meinem nächsten Talk. Aha. Hier noch ein kurzer Screenshot von Cydia. Und das war's auch. Ich glaube, der zweite Teil ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich hoffe, wir haben noch Zeit für Fragen. Kurz. Ganz hinten bitte. Hast du schon eine Applikation im App Store submitted? Habe ich schon eine Applikation im App Store submitted? Nein. Weißt du, wie lange das dauert? Genau kann ich es nicht sagen. Hat jemand von euch schon mal eine Anwendung in den App Store? Also hier sagt jemand 2 Tage, manchmal bestimmt auch länger, was man so hört. Es ist nicht instant, aber ja? Ich finde, beim SDK sollte noch erwähnt werden, dass man eben doch Remote-Debugging und solche Funktionen hat. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Und dadurch kann man seine Software doch schon auf sein iPhone spielen, also durch diese Remote-Debugging-Funktion. Also man kann zumindest zum Testen, und dann kann man die auch da weiter nutzen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Weißt du das, dass das so ist? Hast du das schon gemacht? Also zumindest geht es beim Remote Debugging geht. Also dabei drin stand, dass man das SDK nur mit Software-Emulator nutzen könnte und solche Funktionen dabei. Und Remote Debugging hat mir da gefehlt, deshalb wollte ich es nicht. Was heißt, wenn ich. Das heißt, ich kann meine Anwendung auf dem iPhone laufen lassen und dabei debuggen? Genau. Ohne dass ich. Man kann sogar sich im Prozessor die OpenGL-Funktion zum Beispiel mit Frames per Second und so alles debuggen lassen. Man sieht die einzelnen Befehle und dann gibt es mit denen. Also, dass das Tooling fürs Remote Debugging gut ist und dass das eine gute Sache ist, war mir bekannt. Ich wusste aber nicht, dass das geht, ohne dass ich das Zertifikat gekauft habe. Nein, das geht auch nicht. Ach so, okay. Dann habe ich es jetzt eben falsch verstanden. Okay. Also das Tooling für die offizielle iPhone-Entwicklung ist mit Sicherheit gut. Da gibt es gar keine Zweifel. Noch Fragen? Also das scheint alles von Apple sehr, sehr closed zu sein. Ja? Wollen die es so belassen, weil die damit Geld verdienen oder wollen die ihr Benutzer damit schützen? Wie sieht der Zukunft aus? Also im Moment ist es wirklich alles sehr, sehr closed. Ich vermute mal, da ich Optimist bin, dass Apple das macht, um seine Anwender zu schützen vor Schadsoftware, was durchaus, denke ich, auch ein berechtigtes Anliegen ist. Ich kann es natürlich nicht beantworten. Ich kann auch nicht sagen, wie es damit weitergeht. Eine Sache, ich glaube, bei dem NDA, der einfach sehr restriktiv ist,
der es sehr schwer macht, Anwendungen zu entwickeln und sich auszutauschen. Da würde ich vermuten, wenn Apple da keine Lockerung herbeiführt, dann wird irgendwann, ist es den Leuten einfach scheißegal und das wird missachtet. Und da kann Apple eigentlich auch kein Interesse dran haben. Insofern hoffe ich, dass sich da was bewegt, weil das ist wirklich was, was störend ist. Was sagt Apple dazu? Nichts. Nee. Das ist ja die bekannte Firmenpolitik. Wir sagen euch Bescheid, wenn es fertig ist. Gibt es schon auch heute unoffizielle Dokumentationen? China, Brasilien, so weiter, Russland. Habe ich nicht verstanden. Zum Beispiel diese NDA in den Müllkorb schmeißen und alles publizieren im Internet. Gibt es schon heute diese total unoffizielle Sachen? Also ich bin noch nicht drauf gestoßen. Und wie zum Beispiel macOS, so Brazilian Edition für normale Rechte installieren. Also ich für meinen Teil halte es nicht für richtig, den NDA zu brechen, weil letztendlich, wenn ich freie Software entwickle, dann erwarte ich auch von den Leuten, dass sie sich an meine Lizenz halten. Und die ist genauso ein Vertrag wie der NDA. Keiner wird gezwungen, die Lizenz zu akzeptieren oder in den Vertrag einzugehen. Wer es tut, der sollte sich auch dran halten. Also ich glaube, da kann man gerade als Open Source Freund gar nicht dagegen argumentieren. Bitte. Also auf jeden Fall, wenn man das darüber reden sollte, es gibt sogar ein Buch von Orion, das halt eben das komplette freie Toolchain beschreibt und die Entwicklung mit freien Toolchain beschreibt, auch wie man das hat, die ganzen illegalen Sachen mit ihnen durchzieht. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil es gibt ein paar Bücher zum SDK. Die können aber im Moment nicht veröffentlicht werden, aufgrund des NDA. Das heißt, da gibt es Verlage, die haben ein Buch fertig, die können das nicht in Druck geben, weil es einfach verboten ist, die Information zu verbreiten. Und das ist absurd, vor allem wenn man bedenkt, dass es eben von O'Reilly ein Buch gibt, was die freie Toolchain beschreibt. Und zwar, naja, in aller Ausführlichkeit und ohne irgendwelche Restriktionen. Also deswegen denke ich, über kurz oder lang muss da was passieren und wird wahrscheinlich auch was passieren. Also das kann eigentlich so nicht gedacht sein. Gibt es denn schon Replacement-Betriebssystem? Nautilus, keine Ahnung, wie der heißt. Oder die Lösung? Ja, es gibt ein Projekt iPhone Linux, aber das scheint noch nicht so weit fortgeschritten zu sein. Ich habe mich nicht in der Tiefe damit beschäftigt, aber man findet sehr wenig drüber und auch die Webseite ist nicht besonders aussagekräftig. Ich glaube, die wollen den 2.6er Kernel portieren, das ist das Ziel. Es steht aber auch nicht da, wie der Status ist. Also denke ich mal, fertig ist es wahrscheinlich noch nicht. Sonst wird es da stehen. Wäre natürlich auch interessant, allerdings muss ich dann natürlich alles, was das iPhone ausmacht, das könnte ich dann eben mal in die Tonne treten. Und da würde ich persönlich mich schwer tun mit. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich bedanken, dass ihr alle da wart. Und ja, noch eine schöne Konferenz.